In der Hoffnung, dass die Kameras jetzt angegangen sind. Guten Morgen! Ja, und herzlich willkommen zu unserer nächsten größeren Tour. Hinter mir sitzt die weltbeste Sozial. Moin, Jackie. Moin. Die nächste größere Tour heißt, es geht zum 5.5. Krattmelder-Treffen in 2024. Also in diesem Jahr ist es das erste, aber insgesamt ist es das fünfte. Und es geht grobe Richtung, in Richtung Heidelberg. Wir werden in zwei Etappen, das gilt zumindest mal für die Gruppe aus dem Norden hier, in zwei Etappen anfahren. Heute Nacht irgendwo Großraum Fulda übernachten und morgen dann den Rest machen. Und wenn ihr wollt und Bock habt, dann nehmen wir euch mit. Das werden wieder ein paar interessante und sicherlich auch lustige Tage. Ja, an der Stelle haben wir eine etwas traurige Nachricht. Nichtsdestoweniger ist sie wichtig, deswegen erzähle ich es auch gleich am Anfang. Der Krattmelder selber, sprich der Fritze, wird leider nicht mitfahren können. Der liegt im Moment im Krankenhaus und die Ärzte konnten es vom Timing her nicht so hinkriegen, dass er mit Spatzel letztlich mit heute auf die Strecke gehen konnte. Gruß geht raus an der Stelle an euch zwei. Ja, letztlich sind sie die Initiatoren der ganzen Geschichte, insbesondere Fritze. Na super. Mein Navi fängt jetzt das Ghosten an in dem Moment. Das ist unfassbar. Aber den Weg bis zum ersten Punkt und wir holen Achim ab. Den kenne ich auch so. Dazu brauche ich das Ding nicht. Wir haben zwar den 12. Juni, aber es ist im Moment sehr, sehr kühl. Ich will nicht sagen kalt. Ich bin auch schon in diesem Jahr bei noch 10 Grad weniger gefahren, sprich bei 0 Grad. Im April, als wir zum Enduro fahren waren, da waren es hier genau an dieser Stelle, an dieser Ampel, schlappe 0 Grad. Heute sind es mindestens mal 11, das ist schon mal ganz gut, aber es ist trotzdem, für Juni ist es zu kühl. So. Ja, wir sind bei Achim, holen den ab. Jackie ist da, ist schon fertig. Die Sonnenblende unten für das Wetter heute sicherlich oft zu gebrauchen. Achim lässt noch warm laufen, kommt aber gleich und dann fahren wir zum Treffpunkt, treffen uns mit den Nordlichtern und dann geht es los. Ja, der Achim ist jetzt vor uns, den haben wir gerade abgeholt und wir fahren jetzt zum Treffpunkt in der Nähe von Melbeck bei Lüneburg. So, da fahren wir, treffen uns auf einem Parkplatz, der müsste eigentlich mittlerweile sogar schon den Krattmeldern gehören, weil so oft wie wir uns da schon getroffen haben. Ja, das ist der andere. Das ist ein anderer Parkplatz? Das ist der kleine. Wir haben uns immer beim Campingplatz getroffen, also ein Stück weiter. Ach so. Melbeck ist schon angeschlagen und jetzt haben wir noch 1 Minute. 2 Minuten. Ja, 2 Minuten. Der Ralf von Rönnstrad, ne? Also Rönnstrad selber, hat jetzt ein Video gemacht über den kleinen Adapter, ne? Für Dual Vlog. Hast du das Video schon angeguckt? Ja klar. Muss ich hier mal gleich angucken. Achso. Upsa. Ups. Muss auch Gas geben, ne? Upsi. Ja. Manchmal hilft's. Ja. So mit Fuß geht das nicht so gut. We'll be right back.
Ich hätte mir gewünscht, ich müsste heute nicht vorne fahren. Dass Peter das hätte machen können, aber. Ja. Ist echt doof. Drücken wir mal die Daumen, dass das jetzt zügig über die Bühne geht da mit seinen. Seiner Behandlung oder dass er dann, dass die zwei dann doch noch mit dem Auto kommen können. Das wäre zu schön. Ja. Ich habe das heute Morgen auch gar nicht gecheckt. Ute kam ja ohne Motorradsachen an die Garage. Ja. Und irgendwie denke ich noch so, irgendwas ist anders. Ist komisch, ne? Naja, und dann sagten sie das. Also gestern hätte ich nicht fahren wollen. Nee. Das war so ein Shitwetter gestern. Und hier hat es auch den ganzen Tag geregnet, ja. Und so richtig doll. Kann nicht doll genug gewesen sein, wenn die hier sprengen. Das stimmt. So, wir haben jetzt eine ausgiebige Pause gemacht an der Tanke und werden jetzt gleich weiterfahren. Haben den Andreas eingesammelt, vorhin haben wir schon den André eingesammelt und wir sind jetzt in der maximalen Besetzung für heute und werden jetzt gleich losfahren. Der Regen scheint auch an uns vorbeigezogen zu sein, die Sonne scheint wieder, alles super. Wieder schön. Ja, es ist schon schön. Das stimmt. Macht dir das Spaß, Sandra? Ja, ja. Und wie? Ich frage deshalb nochmal, weil ich die Kamera gerade angemacht habe. Freizeitpark Sottrum, aha. Alter! Was war das? Schön weggerutscht vorne. Boah, wer hat denn da seinen Helm auf? Ist so gerutscht eben, Klaus, oder was? Jo. Schön übers Vorderrad weggegangen. Ja. Aber abgefangen. Scheiße. Ja, du hast ja auch ordentlich Gewicht drauf. Jetzt muss ich mal eben 3 Minuten durchschnaufen. Ja, mach das. Ja. Hast du aber wirklich gut abgefangen. Respekt. Nicht so wie ich beim Enduro fahren. Hat es dich da hingehauen? Ja. Einmal hat es mich zerrissen. Oh Gott. Hat aber Spaß gemacht. Also, nichts weiter passiert. Radfahrer rechts. Thank you.
So, wir sind angekommen. Hat alles funktioniert. Regen zwischendurch, aber wir sind Landgasthof Stern. Seid ihr zufrieden? Fertig. Fertig seid ihr auch. Also das waren ganz schön lange 60 Kilometer von der Reise. Was? 60? Angeblich 60. 64. 64. Also das ist heute gute 400 Kilometer und ein bisschen was. War das? Ja. Zweiter Tag, Anfahrt und es geht gleich los. Wetter sieht top aus, jetzt kommen die ersten Wolken, aber es ist immer Astra, immer noch Astra. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh, Kanal 1. So, geht wieder los. Hat einer von euch die Tankstelle schon im Navi zufällig drin? Kann mir sagen, wo es lang geht, weil ich habe sie nicht drin. Jetzt mal zurück in den nächstgrößeren Ort, oder? 4 Kilometer, das haben sie gesagt. 4 Kilometer, okay. Ja, nur welche Richtung? Ich denke mal zurück auf Waldkappel. Okay. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus heute Morgen. Oh, schöne Sache. Aber der Pullover ist schon gut, wenn man den drunter hat. Ich weiß. Und wie pünktlich wir sind, bitte. 9 Uhr genau. Ja. Ja. Na, logisch. Aber erzähl das bitte nicht Peter. Wobei, der fährt ja auch immer sehr, sehr zeitig los, ne? Ja. Rechtzeitig. Rechts? Rechts oder links? Fahr doch nach Waldkoppel. Rechts. Waldkappel. Rechts. Also zur Tanke, ne? Ja. Okay. Foto machen hier oder? Ja, halt mal an. Ich halte mal an, ich fahre ein bisschen weiter vor, dann können die ein Foto machen wollen. Können dann eins machen. Was? Was ist edel? Die Strecke. Die Strecke ist edel, ja, das stimmt. Ja. Eigentlich wollten wir Fotos machen, haben die schon wieder die Drogen im Hals. Er ist Multitasking, er hat beides gemacht. Ach so, Er schützt uns. Ja. Aber es ist wirklich herrlich hier. Viel Geld, dein Licht.
Ja. Mega. Anna, Foto? Ja, genau. Hast du dich gerne mal fotografieren, Jackie, wenn du die Arme so zur Seite streckst? Das sieht voll geil aus, ihr beiden, so von hinten, ne? I believe I can fly. Ja, genau, genau. Nicht vorne auf der Titanic, sondern hinten auf dem Motorrad. Genau. Solange Klaus die Arme nicht ausbreitet. Hey! Ah, rechts! Rechts, das andere links. Rechts. Ja, genau. Ich war mir so sicher. Ja, mein Navi sagt auch links, aber das hat ja nichts mit der Strecke zu tun. So, ne? Nein, mein sagt auch rechts fahren wir. Ja, alles rechts. Achtung, Mähfahrzeug. Wie ihr da ankommt. Schnurr. Ja. Mega. Von oben kommt nichts. Ich bremse, Gas geben. Echt ja, geil. Ja. Mach das so. Das sieht so mega aus, Leute. Ja, echt. Eigentlich hätte einer vorfahren müssen und die Truppe einmal filmen, wie sie hochkommt. Von vorne kommt nichts im Moment. Das ist mal ein Ausblick hier. Wow. Foto? Foto? Fahren. Nee, ne? Mach mal. Ja, mach mal an, das muss ja mal einer fotografieren. Ja, finde auch. So, wir halten hier, ja, dass ihr Bescheid wisst. Ich glaube, dann stehen wir alle auf der Geraden, ne? Hauptsache, es kommt kein Auto von hinten. Mach das mal langsamer, dann drehe ich unten um. Was? Ach so. Ja, er will uns filmen. Er dreht um und filmt uns. Ach so. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Cool. Ist richtig, so, ich habe gelächelt. Ist richtig umgedreht und wieder hochgefahren. Ich habe gezwinkert. Ich will noch mal eben auf Frank warten. Ja, ich bin dran. Ich habe den Track. Super. Obwohl. So, jetzt haben wir entschieden, wir fahren jetzt direkt zum Hotel. Weil es sich doch ganz schön zieht. Wir kriegen die Mittagspause mit Chris zusammen nicht mehr zu fassen. Achim zieht sich noch an. Von links kommt jetzt einer. Und los geht's. Dauert ein bisschen, aber... Oh, man fühlt sich gleich irgendwie besser, ne? Also ein Stopp muss immer mal sein. Ja, das stimmt. Ja, ich auch.
schöne Burg da oben. Oh ja, guck mal geradeaus. Herrlich. Echt imposant. Aber wirklich so. Na, mal die Testfrage. Wer wohnt in Dippertz? Keine Ahnung. Kennt ihr jemanden, der in Dippertz wohnt? Nö. Rönschrath wohnt in Dippertz. Wer? Ja? Achso. Rönschrath. Oh, der Rönschrath. Der Ralf. Zeichnete sich leider ab, dass der Mikrofonadapter, an dem auch das Helmmikrofon dranhängt, so langsam die Grätsche machte. Deswegen ist hier auch kein Ton wirklich aufgenommen worden. Ja, nach dem Auspacken, einer schnellen Dusche, das erste große Hallo mit den Freunden, die wir zum Teil ein Jahr lang nicht gesehen hatten. Es waren noch ein paar neue dabei. An der Stelle Gruß an euch alle. Das Hotel ist eine absolute Empfehlung für größere Gruppen, die haben uns aufs Beste bewirtet. Der Abend war klasse, für den einen oder anderen wurde der dann doch sehr lang, schließlich gab es auch viel zu erzählen. Ja, wir freuten uns auf die nächsten zwei Fahrtage. Ja, wenn ihr da dabei sein wollt, würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dann auch wieder mit reinschaut, und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut, ne? Ciao, ciao.